So, alle, die sich immer gefragt haben, was macht das Green Team eigentlich, außer Leute interviewen? Wir arbeiten tatsächlich auf den Festivals. Und jetzt auf dem Big Day Out geht's hier ans Mülltonnen beschriften. Wir haben diese wunderschönen Aufkleber. Tada! Auch mit dem wunderschönen Sounds for Nature Logo. Big Day Out ist auch drauf. Und da machen wir uns jetzt frisch ans Werk. Ja. Also hier vorne haben wir die 1, 4. Das ist ja fast perfekt. 1, 2. Wie geht das Big Day Out mit dem Müll hier um? Ja, wenn die Camper ankommen, bekommen sie alle von uns eine Mülltüte. 5 Euro Müllpfand mit dabei, so eine Pfandmarke. Und wenn sie letztendlich hinter die Müllsack wieder abgeben, dann bekommen sie 5 Euro wieder zurück. Ne, so, dass halt nicht so viel Müll rumliegt und die das immer schön dann hinterher im Container abgeben. Das heißt, gibt es da auch Kritik oder nehmen die Leute das einfach so hin? Nee, man bis jetzt eigentlich noch gar nicht. Alle positiv. Ja, also bis jetzt noch keiner beanstandet und läuft super. Können sich dann, wenn die Mülltüten zwischendurch voll sind, können die sich nochmal leere Mülltüten zwischendurch holen. Und wie gesagt, 5 Euro tun ja dann nicht weh, wenn man sie nachher dann halt wieder bekommt. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass die meisten sich das wiederholen? Ja, es sind schon viele, die das dann sich sonntags dann wiederholen. Ne? Ja. So, wir sind jetzt hier am Campingplatz und wie man sieht, es liegt nichts mehr da. Die Helfer haben also super schnelle Arbeit geleistet. Ja, kann man nicht meckern. Ja, wir sitzen jetzt gerade hier mit Ranger Bob. Ranger Bob ist zuständig für den Zeltplatz hier beim Big Day Out. Wie sah es denn heute Morgen aus, als er angefangen hat? Ja, da noch viele Zelte standen, ging es eigentlich. Wir haben natürlich so gemacht, dass wir vorher schon durch die Reihen gegangen sind, alle gebeten haben, die Klamotten in die Säcke zu packen und möglichst viel wieder mitzunehmen. Und es hat sehr gut funktioniert, sonst hätten wir es jetzt noch nicht so sauber. Also wie viele Zelte oder so sind noch stehen geblieben, kann man das sagen? Also stehen meistens Pavillons, Zelte eigentlich relativ wenig, fand ich jetzt. Bei den Pavillons ist ziemlich viel Billigzeug dabei und es geht relativ schnell kaputt. Also vielleicht sind es 20 gewesen, aber dann hält es sich in Grenzen. Was sagen die Leute, wenn ihr vorbeikommt und sagt, räumt mal bitte jetzt das hier weg und so? Wie ist die Reaktion? Alle einsichtig, also ich habe kein Nein gehört. Und gut, man muss vielleicht zweimal vorbeigehen, dann ist es ein bisschen besser. Und eigentlich alle einsichtig. Okay. Und die Tage über habt ihr das jetzt auch gemacht? Ihr seid jeden Tag durch? Ja. Und wir sind da mindestens einmal durch, haben Säcke verteilt, haben die vollen Säcke wieder runtergenommen, haben nochmal zum Aufräumen angehalten und hat eigentlich gut funktioniert. Sonst wäre es heute nicht schon so schnell gegangen. Habt ihr Zelte gefunden, viele, auf denen vielleicht unser Laviatent-Logo drauf war, jetzt beim Abfall? Oh, wir haben ein bisschen darauf geachtet, aber bewusst ist uns jetzt keins aufgefallen, weil wir kannten die Aktion nicht und es hat uns auch jetzt interessiert, ob das was bringt und es sah eigentlich ganz gut aus, vielversprechend.